Wichtige philosophische und theologische Strömungen konvergieren in der Aussage, dass das Wesen des Menschen nur in Freiheit und Sozialität zu beschreiben ist. Für die Umsetzung dieser fundamentalen Erkenntnis in die konkretische politische und wirtschaftliche Praxis hat sich vor allem in der katholischen und evangelischen Soziallehre das Doppelprinzip von Subsidiarität und Solidarität als Denkhilfe herausgebildet. Dabei soll das Subsidiaritätsprinzip einerseits den größtmöglichen Spielraum für Eigeninitiative des Einzelnen bzw. der kleineren Gruppe gewährleisten, während es im Gegensatz dazu zugleich von der Gemeinschaft fordert, immer dann helfend, das heißt subsidiär, zu intervenieren, wenn diese je kleinere soziale Einheit ihren eigenen Funktionsbedarf nicht mehr alleine sicherstellen kann. Das Solidaritätsprinzip von lateinisch solidare fest zusammenfügen verlangt dagegen, dass gleichzeitig in dieser individuenbezogenen bzw. föderalistischen Gesellschaft die Bedürfnisse der anderen, besonders der schwächeren Gesellschaftsmitglieder, solidarisch von Anfang an in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Diese heuristischen Prinzipien schreiben allerdings noch nicht eine marktwirtschaftliche Ordnung vor. Vielmehr geht es darum, unter den möglichen wirtschaftlichen Organisationsmodellen nach demjenigen zu suchen, das diesen Prinzipien optimal entspricht. Dabei erweist sich die marktwirtschaftliche Ordnung, wenn sie durch menschengerechte Rahmenbedingungen untermauert wird, aufgrund ihrer technischen Effizienz und ihrer dezentralen Entscheidungsstruktur als der individuellen Person wie auch dem Gemeinwohl angepasster als jede dem Menschen meistens überfordernde planwirtschaftliche Konzeption. Damit aber eine marktwirtschaftliche Ordnung diese Funktion tatsächlich erfüllen kann, muss sie bestimmten Anforderungen genügen. Preisstabilität ist hier eine wesentliche Grundlage. Inflation ist aus sozialethischer Sicht besonders negativ zu werten, da eine andauernde Geldentwertung grundsätzlich mit negativen Allokations- und Wachstumseffekten verbunden ist. Bei anhaltend inflationären Prozessen gehen wichtige Funktionen des Geldes wie die Funktion der Recheneinheit, die Tauschmittelfunktion und die Wertaufbewahrungsfunktion verloren. Die damit verbundenen Folgen für das verfügbare Einkommen treffen natürlich die wirtschaftlich schwächeren Gesellschaftsmitglieder besonders stark, da sie in der Vergangenheit für wirtschaftliche Notlagen weniger Vorsorge treffen konnten. Und wenn sie überhaupt Vermögen haben, sie ihr Vermögen in Anlagearten wie Bargeld und Spareinlagen angelegt haben, die besonders von der Inflation betroffen sind. Eine Anlage in Realkapital wie Aktien, Edelmetallen oder Immobilien ist gerade wirtschaftlich schwächeren Gesellschaftsmitgliedern nicht möglich. Die durch eine Inflation erzeugte sogenannte Flucht in die Sachwerte verteuert darüber hinaus Immobilien und wirkt somit mietsteigernd, was gerade ärmere Bevölkerungsmitglieder besonders stark trifft, da sie hier keine Substitutionsmöglichkeiten haben. Zu den Ursachen der Inflation gehört immer auch der Machtmissbrauch durch machtvolle Gruppen im Verteilungskonflikt. So könnten bestimmte staatliche Ausgaben für bestimmte Interessensgruppen einfach über eine Geldmengenausweitung finanziert werden. Die daraus resultierenden Effekte für die Preisstabilität treten dann meist zeitverzögert auf und treffen dann vor allem wirtschaftlich schwächere Bevölkerungsgruppen. Eine neutrale Institution muss deshalb das Anliegen der Währungsstabilität vertreten und hier eine Gegenmacht bilden. Die Funktionsfähigkeit jeder menschlichen Ordnung muss nicht zuletzt daran gemessen werden, wie viele Gelegenheiten sie zu eigennützigen, gemeinwohlschädlichen Handeln bietet. Es geht hier letztlich um die Frage, in welchem Maße sie Menschen, vor allen Dingen solchen in machtvollen Stellungen, in Versuchung führt, ihre Macht
auf Kosten des Gemeinwohls und damit zum Schaden aller zum eigenen Vorteil zu missbrauchen. Marktbeherrschende Stellung, wie beispielsweise Angebots- und Nachfragemonopole, sind zu vermeiden, da hier die Äquivalenz von Leistung und Gegenleistung bedroht ist. Das ethische Prinzip der Ausgewogenheit macht darüber hinaus Absicherung für den Fall notwendig, dass ein Akteur nach in Anspruch genommener Leistung seine eigene Gegenleistung verweigert. Dies ist besonders bei allen Geschäften wichtig, bei denen Leistung und Gegenleistung zeitlich auseinanderfallen. Das wirtschaftliche Regelsystem sollte hier so ausgestaltet sein, dass jede Versuchung zur Leistungsverweigerung vermieden wird. Ein moralisches Risiko droht vor allem dann, wenn Individuen davon befreit werden, für potenziell kostspielige Folgen ihres Handelns selbst einzustehen, weil diese Kosten dann anderweitig oder von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Eine so gestaltete Tauschordnung bietet jedem Akteur günstige Möglichkeiten zur legalen Verwirklichung selbstbestimmter Ziele. Voraussetzung dafür ist hier jedoch ein Mindestmaß an individueller Handlungsfreiheit. Diese Handlungsfreiheit ist zuletzt aber auch davon abhängig, ob jemand überhaupt die Möglichkeit hat, über knappe Ressourcen zu verfügen. Es entspricht damit dem der Sozialethik zugrunde liegenden Menschenbild, wenn verhindert wird, dass die am Wirtschaftsleben Beteiligten ihre individuelle Handlungsfreiheit durch extreme Armut verlieren. Parallel zur Tauschordnung muss deshalb eine Sozialordnung etabliert werden, die sicherzustellen hat, dass jedem Menschen ein bestimmtes Mindesteinkommen zur Verfügung steht. Natürlich sind die Beziehungen zwischen der Tausch- und der Sozialordnung nicht ganz spannungsfrei. So können zum Beispiel zu viel staatliche Transferleistung die Eigeninitiative lähmen. Und Marktprozesse können zu Einkommensverlusten und schlimmstenfalls zu Verarmung führen. Diese Konflikte bleiben vor allen Dingen dann kontrollierbar, wenn die Sozialordnung subsidiär gegliedert ist. Das heißt, die Eigeninitiative untergeordneter Einheiten muss immer Vorrang vor den Transferleistungen übergeordneter Einheiten haben. Jede gesellschaftliche Kooperation steht aber immer vor dem Problem, dass einerseits wichtige gemeinschaftliche Ziele und Vorteile für alle Bürger trotzdem nur durch Macht- und Ressourcenkonzentration bei bestimmten Entscheidungsträgern realisiert werden können. Und um es hier mit Montesquieus Worten auszudrücken, Zitat Anfang, Demokratie und Aristokratie sind nicht von Natur aus freie Staatsformen. Freiheit ist nur unter maßvollen Regierungen anzutreffen. Eine Erfahrung lehrt, dass jeder Mensch, der Macht hat, dazu neigt, sie zu missbrauchen. Deshalb ist es nötig, dass die Macht der Macht Grenzen setzt. Es gibt in jedem Staat dreierlei Vollmacht: diese gesetzgebende Gewalt, die vollziehende und die richterliche. Es gibt keine Freiheit, wenn diese nicht voneinander getrennt sind. Es ist also wichtig, um es mit Montesquieus Worten noch einmal kurz auszudrücken, que le pouvoir arrête le pouvoir. Neben dieser Gewaltenteilung sind darüber hinaus verschiedene weitere Formen der Machtkontrolle wie Wahlen und freie Medien als vierte Gewalt ethisch unerlässlich.